Einfache Mine. Bauen wir die mal. Der Bewohner ist bald ausgewachsen. Das hat sich ja schon mal gelohnt. So, und wir stellen fest, der Außenposten hat uns gar nichts gebracht, oder? Doch, Raumbereich von Visgard. New Aliens, die müssen wir nochmal schnell untersuchen. Und das ist auch im Raumbereich unserer... Flotten. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir unsere Energiebilanz ein bisschen boosten. Construction complete. Und danach können wir uns noch hier rum kümmern. Eine neue Anomalie. Bist du richtig fleißig, Stuart. So, die ist repariert. Da fehlt uns noch die nächste Technologie, um den Raumhafen auf Stufe 4 zu heben. Dann bauen wir nochmal einen Zerstörer in der Zwischenzeit. Wenn wir hier kolonisieren, dürfte das unseren Einflussbereich doch ziemlich erweitern. Serpentin. Die Visgards Nebula berichtet, dass die dominierende Spezies auf Gribbon 2C eine Rasse ziemlich großer Schlangenartiger ist. Die es aufgrund ihrer enormen, wenn auch tierischen Intelligenz an die Spitze der Nahrungskette geschafft haben. Wissenschaftsoffizier Stuart Ballard behauptet, viele Parallelen zwischen ihrem Status und den späteren Stadien der Visgard-Evolution zu sehen, also bevor wir zu fühlenden Wesen wurden. Mit der richtigen Technologie könnten wir in der Lage sein, diese niederen Wesen aufzuwerten. Ah, das heißt, wenn ich mich nicht irre, bist du's, Stuart? Nee, das ist Vance. Da. Doch, ich irre mich. Ich hatte eigentlich gedacht, es müsste jetzt hier... Ah doch, die wohnen da direkt in den Tiles. Interessant. Reptilien. Den Verein will ich gar nicht haben. Frage, können wir hier einen Beobachtungsposten bauen? Nee, wir sind nicht primitiv genug, okay. So, wir waren bei der Überlegung, Moodstrum zu kolonisieren. System Survey complete. Ach du Schande. Das lohnt sich ja so richtig. Und was ist mit... Jroglia? Meine Güte. Schon besser. Jedenfalls mehr Platz. Und da hätten wir auch nochmal
Eine fremde Zivilisation, die wir beobachten könnten? Trotzdem, wenn wir die nehmen würden, das hier kolonisieren, dürfte es den hier mit einschließen. Der wäre praktischer vom Einfluss her. Der hier wäre praktischer vom planetaren Platz. Könnten da natürlich dann auch einen Sektor draus machen und unter Eigenverwaltung stellen, sobald das einigermaßen... Das machen wir, glaube ich, auch. Würde ich vorschlagen. Dann machen wir hier draußen einen Sektor, einen relativ großen aus dem Bereich. Gucken wir doch mal, ob das hinhaut, was ich mir hier gedacht habe. Zu diesem Zweck benötigen wir ein Kolonieschiff, für das wir nicht genug Mineralien haben im Moment. Sollte sich aber gleich erledigen. Oh, was machst du denn hier und warum? Also warum machst du nichts? Hatten wir Stress. Wird wahrscheinlich sowieso unterbrochen werden durch irgendwelches Gesindel, das das Schiff wieder zum Ausweichen zwingt. Kontakt hergestellt. Imperial Netraxi Nations. Nachdem wir ihre Sprache... Ja, ja, gut. Aha. Hallo. Ich spreche für das Imperial Netraxi Nations. Und ich habe eine Nachricht für eure verkommene Spezies. Ja, ihr seid ja freundlich. Ja, 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 ja. Ihr Idioten. Minus 70. Rivalen der Xi-Aliens. Und zweier unidentifizierter Reiche. Direkte Demokratie. Xenophil. Und trotzdem fanatisch-materialistisch. Eigentlich haben wir doch eine Menge... Ach, das sind Evandari. Moment. Despotisches Imperium. Ja, das sieht doch schon eher nach... Fanatisch-xenophob. Alles klar. Idioten. Die neuen Aliens erforschen... Wo sind die eigentlich? Da. Könnte Stress geben. So. 0%. Stuart, du machst das richtig. Klasse 12 Asteroiden. Dann erforscht den mal. Währenddessen bauen wir ein neues Kolonieschiff.
eigentlich überall Gouverneure. Ah, Raumhafen. Raumhäfen könnten wir noch bauen. Citadel ist in Lombidus. Ist recht nah dran. Una. Ist aber zu teuer. Na gut. Ist ja gut. Letzten Blocker entfernen. Abgeschleppter Asteroid. Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn um Bijal 1 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich noch immer gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen, die aber schon seit langer Zeit unbrauchbar sind. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hat auch die Mineralien des Asteroiden abgebaut. Wobei diese Bemühungen anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden. Ingenieursforschung plus 3. Interessant, interessant. Special Project complete. Tilunesi Union. Oh, Vögel. Seid gegrüßt, ich spreche für Geschäftsführer Dalur Kot und die wohlhabende Elite von Bla und Blub. Da wir immer auf der Suche nach neuen Handelspartnern sind, hoffen wir, dass wir ein Abkommen erreichen können. Wo seid ihr? Wo, wo, wo? In dieser riesigen Karte? Da. Hm, okay. Mal schnell schauen, ob wir eventuell eine Botschaft dort aufbauen sollten. Plutokratische Oligarchie. Rivalen von Imperial Netraxi Nations. Da ich die auch nicht mag, könnte das ganz sinnvoll sein. Was? Unfreundlich? Was stimmt denn mit dir nicht? Toleranz gegenüber Sklaverei. Ja, ihr könnt mich mal. Ihr seid ja nicht ganz frisch. Olle Milbenfänger. Was? Wer hungert? Auf Atura. Credits. Bauen wir mal eine Hydrokulturfarm. An der Stelle. Und sobald die fertig ist, ziehen wir die Kollegen hier um. Gouverneur hat einen neuen Status, neue Stufe. Wie sieht's aus mit unserem Schiff? Es baut noch. Ja, ganz nett.
Das Fevarian-Kartell hat Republican Evandari Planets zu Rivalen erklärt. Das sind die. Wie sind die denn so drauf? Uah, ihr wart diese super hässlichen. Im Geiste des Friedens und der Versöhnung. Meine Güte. Ihr seht aus, als hätte man euch mit einer Shotgun in die Seite geschossen. Ist jetzt die Frage, soll ich mich den Evandari Planets anschließen und Rivalität erklären oder nicht? Ich würde sagen, wir warten mal ab. Nichts überstürzen. Ja, Studium Misserfolg, schönen Dank. Im Zuge einer unglückseligen Ereigniskette haben die Wissenschaftler auf Melpomenia die einheimischen titanischen Lebensformen erzürnt. Nun streifen riesige Kreaturen über die Kolonie und zerschmettern alles, was ihnen in den Weg kommt. What? Ja, nee, ist klar. Jo, die machen jetzt alles kaputt, die hier. Boah. Ist ja nicht wahr. Okay. Scheiße. So, dann bombardieren wir die erstmal. Rekrutieren. Construction complete. Construction complete. Das Kolonieschiff ist fertig. Können wir gleich noch mal hier runterschicken, wobei das hier natürlich echt ein Spaß ist. So, wir hatten gesagt, wir gehen hier trotzdem drauf. Einfach um das Gebiet unter unseren Nagel zu reißen. Konstruktionsschiff kann sich hier austoben. Invasoren, ja toll. Wir wollten doch eigentlich nur gucken, was diese blöden Titanen so machen. Empfindliches Pack.
Dann wollen wir mal das Orbitalbombardement starten. Und hoffen, dass unsere Leute dabei nicht zu sehr leiden. Na, das ist ja praktisch. Direkt abgekratzt. Der General Bergfrühling. 25 Jahre, Ausweichen plus 10, Notwehrschaden minus 25, aha. Unterhaltskosten. Reduziert, bitte. So, die retten wir jetzt vor der Hungersnot. Ein neuer Kontakt, ja. Ja, Blauscht, kennen wir. Seid ihr denn? Schildkröte. Eine Mischung aus Schildkröte und Qualle. Die Confederacy of Cosmalion. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm. Ihr könnt mich mal. Seid alle so unfreundlich. Was? Planetare Außenposten. Können wir das verbessern? Nein. Immerhin sterben sie keinen Hungertod mehr. So, bombardiert ihr auch schön. Tut ihr nicht. Jetzt die große Frage, warum bombardiert der nicht? Liegt es vielleicht daran, dass die das nicht können, aber das ist eigentlich das sind Korvette, Zerstörer. Könnt ihr in Orbit einfliegen oder so? Warum macht ihr das nicht? Uah. Hier ist guter Rat teuer. Gesundheit 1000. Schaden 4,5 bis 9,0. Eventuell kann der nicht bombardiert werden, weil das ein eigener Planet ist. System Survey complete.
So. Aber die werden nicht reichen. Gegen die Titanen.